Hallo und willkommen beim Erzgebirge 80, meine lieben Freunde, und heute zu einem neuen Hands-on mit einem Smartphone, und zwar das Xiaomi Mi 9 SE. Das ist ein gutes Mittelklasse-Handy und das wollen wir uns jetzt gemeinsam mal anschauen in einem Unboxing- und Hands-on-Video. Also, viel Spaß beim Zusehen. Jetzt schauen wir uns das Ganze schon mal an, original verpackt. Und machen es mal einfach auf. Ja. So, jetzt Folie ist noch drum. Geht ein bisschen schwer raus. So. Designed by Xiaomi. Wir haben oben drin erstmal eine kleine Box. Die kann man hier öffnen. Gucken wir, was wir drin haben. SIM-Karten-Slot-Öffner. Voilà. Das ist ein Adapter. Den packen wir mal aus. Na. Ist alles gut eingespeist. So. Und da haben wir, wie gesagt, einen Adapter von USB-C auf Klinke. Dann haben wir einmal den User Guide, also eine Bedienungsanleitung, die Warranty Card, also Garantiekarte, und das ist das, was häufig bei China Smartphones der Fall ist, wir haben noch eine Hülle dazu. Also das finde ich schon mal ganz praktisch. Die sieht auch ganz ordentlich aus. Es ist recht dünn, aber eine ordentliche Silikonhülle. Und jetzt sehen wir schon, was sich offenbart. Das Xiaomi Mi 9 SE. Wir gehen gleich mal rein, um mal zu sehen, was kann's. Es hat einen Qualcomm Snapdragon 712 Prozessor, eine 48 Megapixel Ultra High Resolution Kamera, ein 5,97 Zoll AMOLED Full HD Plus Display, inklusive einem Fingerprint Reader im Display. Ja, man kann es mit einer Hand bedienen. Ja, ich denke mal, es sieht schon ordentlich aus. Da sind die kleinen Feinen. Ihr seht es, wir nehmen es mal raus. Sieht schon mal gut aus. Noch legen wir es mal beiseite und schauen, was weiter im Karton ist. Gehen wir eine Etage tiefer. Da haben wir dann das entsprechende USB-C-Ladekabel. Dann haben wir das entsprechende Netzteil, auch mit dem Karton alles schön in weiß gehalten. Und hier haben wir noch, ja, und hier haben wir dann noch ein paar Kopfhörer mit Klinkenanschluss. Das ist eigentlich eigenwillig, hätte man normalerweise einen Adapter zu sparen können, hätte ein paar USB-C-Kopfhörer reingelegt, aber na gut. Und dann sind wir einmal durch, mehr haben wir nicht drin. Jetzt schauen wir uns natürlich das Mi 9 SE mal ein bisschen näher an. Oben haben wir Mikro und einen Infrarotanschluss, also Infrarot-Schnittstelle. Auf der rechten Seite habt ihr laut und leise und einen Aus-Button. Auf der Unterseite habt ihr Lautsprecher und den USB-C-Anschluss. Und auf der linken Seite nur den SIM-Karten-Slot. Auf der Vorderseite das Display, oben nur eine kleine Notch. Und über der Notch sieht man so ein bisschen den Lautsprecher. Im Rahmen, im Rand drin, also sieht richtig gut gemacht aus. Rückseite haben wir Kameralicht, eine Triple-Kamera, eine Glasrückseite, also gut verarbeitet, da gibt es überhaupt nichts, sieht wirklich sehr elegant und gut aus. Ja, und jetzt haben wir erstmal die SIM-Karte und die legen wir mal ein. Bei der SIM-Karte gibt es eine Besonderheit, ja, man kann in dieses Handy zwei
EC-Karten einlegen. Das machen wir natürlich auch. Und rein in den Slot. Schön reingedrückt, dann ist es schön bündig zu. Und dann werfen wir das Gerät natürlich mal an. Und jetzt sollen wir das Gerät natürlich mal ordentlich einrichten, sodass wir es auch zum Schluss nutzen können. Ja, ich habe mal ein bisschen Strom dazu geholt zur Einrichtung, damit wir auch nicht so schnell den Akku leer haben. Wenn wir nach oben schieben, haben wir Mary 10. Wir richten das Ganze in Deutsch ein. Deutschland. Jetzt verlangt er von mir, dass wir entsprechend in Netzwerk auswählen. Das machen wir jetzt auch mal. Ja, dann verbinden wir das Ganze mal, gehen dann weiter. Dann fragt uns nach Datenschutzbestimmung, Datenschutzerklärung. Das nehmen wir mal an. Wählen aus, welche SIM-Karte das dann sein soll. Jetzt sucht er erstmal nach Updates. Haben wir ein Google-Konto? Ja, das haben wir. Das nutzen wir natürlich auch entsprechend. Und dann machen wir eine Sicherung von einem Android-Smartphone. Wir stellen das aus einem anderen Gerät wieder her. Setzt immer voraus, dass ihr natürlich irgendwo schon mal so ein Gerät hattet. Also das machen wir jetzt mal. Die Google App auf dem anderen Gerät geöffnet. Und weiter. Okay, Google, mein Gerät einrichten. Das habe ich gut gemacht. Jupp. Haben wir. Jetzt müssen wir den PIN nochmal eingeben oder den Fingerabdruckregler. Haben wir gemacht. Jetzt auf anderes Gerät kopieren. Wir richten es auch nicht auf ein Mi-Konto ein, aber Fingerabdruck wollen wir festlegen. Und das legen wir erstmal eine PIN fest. So, und jetzt haben wir hier unten den Fingerprint wieder. Und hier legen wir jetzt natürlich immer das auf. Bis wir alle Linien schön blau haben. Und sind wir fertig. Ja, personalisierte Werbung, das ist das ganze Zeug. Wollen wir das alles? Wir machen es mal standardmäßig und dann gucken wir an die Standard-Einrichtung oder Classic. Wir nehmen Standard und da sind wir einmal schon mit der ersten Einrichtung soweit durch. Also das ist wahnsinnig schnell, trotz allem, denkt man immer nicht. Also wir das erste Mal so grob schon mal durch, dann seht's. Das ist ein schönes ordentliches Display. Das ist auch recht groß. Da sind wir schon das erste Mal auf dem Handy da und können natürlich arbeiten und haben schon mal eine grobe Einrichtung. Ja, und jetzt schauen wir uns das Gerät nochmal an. Ihr seht, macht wirklich was her. Ihr habt den Fingerprint da, den zeigt es auch an. Jetzt entspannen wir es einfach mal. Und da ist es. Es ist schnell, es ist flüssig, die Bedienung ist
bleibt nichts hängen, machen wir Google auf. Und ihr seht, das kann man scrollen, das ruckelt nicht. Also das geht wirklich alles ganz schnell. Was ist, ist es trotzdem nicht so schnell, ist der Prozessor. Es ist das Snapdragon 712 verbaut. Der ist gut, aber es ist halt ein Mittelklasse-Prozessor, nicht der 855er oder 845er, das heißt kein Topmodell. Das ist ein Unterschied, das macht wahrscheinlich auch den Preis dann in der Summe aus. Ja, wenn wir es uns so anschauen, ist es alles da, was man braucht. Ja, das Gerät, wie ich hier in der Hand halte, ist die Variante mit 6 GB RAM. Die haben nämlich alle. Und es hat 64 GB Speicher. Es gibt noch eine 128 GB Speichervariante, aber ich denke mal, die braucht man nicht unbedingt. 3070 mAh Akku ist verbaut. Das ist wirklich gut. Das heißt, ihr kommt auch ein schönes Stückchen damit hin. Es lädt natürlich sehr schnell auf. Das ist gut. Der USB-C-Anschluss unten als Ladeport macht gar keine Probleme. Fingerabdruck wieder. Ich habe es euch gezeigt, jetzt gerade beim Entsperren. Das sind so die Highlights des Gerätes. Ja, jetzt schauen wir uns mal die Abmessung des Gerätes natürlich an. Das ist ja immer so was, was wichtig ist. In der Höhe haben wir eine Abmessung von 147,5 mm. In der Breite sind wir bei 70,5 mm. Dick ist es 7,45 mm. Wichtig ist, man sieht es, die Kamera steht natürlich über. Das ist ähnlich wie beim iPhone. Das nimmt sich nichts. Es gibt es in den Farben Schwarz, Blau und Violett. Es ist nicht wasserfest, das muss man gleich dazu sagen. Also es gibt keine entsprechende IP-Zertifizierung. Ihr müsst einfach damit so leben. Was nicht geht auch, ist induktives Laden. Das ist nicht, ihr habt so eine schöne Glasrückseite, die Finger anzieht. Ihr seht das hier, aber ihr könnt nicht QI laden. Ansonsten kein Thema. Ihr habt keinen SD-Karten-Slot. Das heißt, ihr müsst euch von vornherein für ein gewisses Speichervolumen entscheiden. Jetzt habt auch die 128-GB-Variante, wenn die einer kaufen will. Ansonsten zwei Nano-SIM-Karten. Das ist ein Dual-SIM-Handy. Beide Slots sind LTE-fähig. Das ist immer wichtig. Das heißt, wer natürlich damit arbeiten will, da kommt man auch ein Stückchen vorwärts. Bluetooth ist drin, NFC ist drin. Und WLAN entsprechend auch. Das heißt, hier habt ihr eigentlich kein Problem. Auch für die zukünftigen Dinge, die ihr braucht, alles da. Ja, was haben wir für Sensoren in dem Mi 9 SE verbaut? Das ist Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor und ein Kompass. Also alles, was man so reinstecken kann. Das ist gut. Das Gehäusematerial ist Aluminium und Glas. Also das macht einen sehr guten, wertigen Eindruck. Die Rückseite zieht natürlich sehr stark Fingerabdrücke. Aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Ist ja sogar eine Hülle serienmäßig dabei. Also von der Warte her alles gut. Ja, Bedienung, ich hatte es euch schon kurz angedeutet, die ist wirklich sehr schnell. Und jetzt Apps laufen alle drauf, die im Android-Store noch vorhanden sind. Das heißt, hier habt ihr keine Sorgen. Ihr könnt auch von oben nach unten ziehen, das geht auch. Ihr seht, das sind nur Dinge, alles was das Gerät anzeigt, das funktioniert. Was eine Besonderheit ist, ihr seht, hier sind keine Android-Tasten. Die kann man sich einblenden lassen, muss man aber nicht. Ihr könnt auch nämlich ganz einfach nach oben scrollen. Und dann habt ihr alle Apps zum Schließen. Ihr könnt, wir machen jetzt mal ein Muster, wir öffnen mal so zwei, drei Apps. Und wenn ihr nach oben schiebt, dann schließt die wieder und nach oben geht es auch wieder auf die Startseite. Ihr seht das zurück, das geht recht schnell. Jetzt, wenn ihr von unten nach oben scrollt und damit ihr stehen bleibt, könnt ihr die Apps auch separat öffnen. Also auch das geht. Hoch und weg sind sie. Und wenn ihr damit stehen bleibt, dann könnt ihr auch hier die Apps zur Seite schieben, um sie zu schließen oder auch hier schließen. Also das ist eine schöne Einhandbedienung ohne die Apps, also ohne die Android-Symbole, also vor, Hauptmenü zurück. Und ihr habt damit auch ein bisschen mehr Platz gewonnen auf dem Display. Das finde ich schön, das ist groß, das Display, da gibt es gar nichts, aber warum muss ich den Platz vor solchen Unsinn sonst verschwenden? Was wir auch immer machen, wir schauen uns mal ein YouTube-Video von uns an, einfach um ein bisschen den Sound zu sehen. Und das machen wir einfach wie immer. Den Erzgebirger
80 rufen wir uns da auf. Klack. Da sehen wir schon den Kanal. Und dann nehmen wir uns mal ein Video raus. Dann nehmen wir das XS-Video. Geht wirklich flink, gute Qualität, alles da, so wie man es sich vorstellt. Der Sound ist wirklich gut, da war jetzt auch volle Lautstärke, ihr könnt es auch leise machen, habt auch, das ist schön gemacht, wenn ihr laut und leise macht, habt ihr das entsprechende Menü, ihr könnt es auch dann auf dem Display bedienen, ihr könnt auch dann mal auf stumm schalten, das geht auch, also ihr seht es. Auch stumm schalten geht damit. Hier unten habt ihr dann Wecker, was ihr alles machen wollt. Also, das ist gut gelöst. Hier habt ihr das an aus. Das ist auch, also wirklich eine hervorragende Lösung. Ihr könnt es per PIN bedienen. Ihr könnt das machen. Ihr könnt auch die Muster einstellen, wie man es früher klassisch bei Android kannte. Also, ihr habt alle Möglichkeiten offen. Das Mi 9 SE ist wirklich ein schönes Smartphone, liegt gut in der Hand und lässt sich hervorragend im Alltag bedienen. Jetzt gehen wir einfach mal rein und machen auch mal, wie gehabt, ein Geekbench. Und ihr seht das auch nochmal, Xiaomi 9 SE, Android 9 drauf. Das heißt, das ist auch auf der aktuellen Android-Fassung. Qualcomm, ihr seht 6 Core mit 1,71 GHz und 2 Cores mit 2,3 GHz. Bildschirmauslösung 1080x2340 Bildpunkte, 421 ppi, das ist wirklich gut. Und Battery, wie gesagt, ist jetzt bei 90%, wird entladen im Moment, Power Mode normal, also das funktioniert. Und dann schauen wir mal CPU und machen mal Run Benchmark. Die Ergebnisse 1886 Punkte im Single Core, 5657 im Multicore Score, das ist wirklich nicht schlecht. Jetzt schauen wir nicht einfach mal so ein bisschen auch Vergleichswerte an. Und ihr seht, das ist so das Format, ein bisschen langsamer als in Galaxy S8. Das ist natürlich schon gut. Also zwischen Galaxy S7 und Galaxy S8. Findet sich das Ganze schon mal wieder. Und das waren die jetzt keine wirklich schlechten Geräte. Die sind nicht mehr die aktuellsten, aber sie laufen gut. Und hier sehen wir auch den Vergleich noch beim Multicore. Da habt ihr auch 5000. Und da liegen wir ein bisschen dahinter. Da haben wir das S8, S7, also auch, ihr seht, 5600. 900 ist hier und ist S752, also auch zwischen S7 und S8. Das heißt, es ist nicht das leistungsfähigste, hochmodernste, schnellste Prozessorleistung, aber für einen normalen Alltag reicht das locker aus. Also da dürft ihr gar keine Probleme haben. Und zur Kamera. Ihr habt hinten eine Triple-Kamera verbaut mit 48 Megapixel. Die hat drei verschiedene Sensoren, und zwar einen 48 Megapixel, einen 8 Megapixel und einen 13 Megapixel Sensor. Das liegt ein bisschen dran. Da ist auch dieses wieder Ultra-Wide, Wide und Normal verbaut. Also wie man das jetzt häufig hat bei diesen neuen Kameras, das funktioniert gut. 48 Megapixel ist nicht immens.
Die Bilder schauen wir uns jetzt mal an. Und zu jedem Video gehört natürlich hier auch ein ordentliches Fazit. Und das Fazit ist einfach gut. Das mal vorab. Das Mi 9 SE gehört zu einer Preisklasse um die 300 Euro. Das heißt, es ist ein ordentliches Mittelklasse-Handy. Das ist jetzt kein 150 oder 190 Euro Handy. Die 100 Euro mehr, die es kostet, die merkt man dann auch. In Sachen Ausstattung, Leistung und viele andere Dinge. Leistung, kleine Abstriche, es ist ein Mittelklasse-Prozessor, das muss man irgendwo in Kauf nehmen. Kann ja nicht jetzt sein, dass derselbe Prozessor wie im Mi 9 drin ist, sonst wird es wahrscheinlich keiner mehr das Mi 9 kaufen bei Xiaomi. Arbeitsspeicher, gut. Ordentliche Kamera, top ist der Fingerprint-Reader im Display. Ihr habt Schnellladefunktion, ihr habt einen ordentlichen USB-C-Port, ein ordentliches Display. Also, ich weiß nicht, warum man an der Stelle vielleicht ein 1000-Euro-Gerät kaufen muss. Man ist mit dem Mi 9 SE gut bedient. Von meiner Seite als Beurteilung, 2 Daumen hoch für das Xiaomi Mi 9 SE. Gute Verarbeitung und ordentliche Qualität, ordentliche Leistung. Kleine Features, die High-End sind, wie der Fingerprint-Reader im Display. Ihr habt wirklich ein schönes Gerät. Die Kamera ist ordentlich, der Prozessor könnte ein bisschen fixer sein, aber für normale Alltagsanwendung vollkommen ausreichend. Dem steht ausreichend Arbeitsspeicher und interner Speicher zur Verfügung. Hier drauf achten, keine Micro-SD. Dafür aber Dual-SIM, das heißt, ihr könnt 2 SIM-Karten im Nano-SIM-Format einlegen. Das sollte für den normalen Alltag locker reichen. Für wen ist so ein Handy, so ein Mittelklasse-Handy gut geeignet? Für jeden, der ein begrenztes Budget einsetzen will und trotzdem ein High-End-Smartphone haben möchte. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ja, meine lieben Freunde, an der Stelle möchte ich erstmal herzlich Danke sagen, dass ihr euch das Video angesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einfach bitte ein kleines Like. Da wäre schon mal mir sehr geholfen, weil auch mir das immer ein bisschen Bestätigung gibt. Ansonsten über Abos freue ich mich natürlich auch immer sehr. Alle, die vielleicht auch gerne noch sich mit Fotografie beschäftigen, würde ich mich freuen, auch mal bei Instagram begrüßen zu können. Bei Instagram auch Erzgebirge80. Da seht ihr mal, was ich noch so neben den Videos hier mache, nämlich ein bisschen fleißig fotografieren. Das ist noch in der Experimentierphase, aber vielleicht gefällt euch das ja auch. Ansonsten sehen wir uns hier in Kürze wieder mit neuen Videos aus den Bereichen Hands-on, Smart Home und viel mehr. Ich würde mich freuen, euch wiederzusehen. Bis dahin alles Liebe und viele Grüße. Euer Erzgebirge80, euer Matthias.